Guten Morgen, schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen diesen Tag mit Gott starten. Silke ist bei mir, vielen Dank fürs frühe Aufstehen. Schön, dass du mitmachst heute. Silke und ich haben uns für diesen Tag einen Text rausgesucht aus Johannes 3, Jesus und Nikodemus. Denn es ist so, Nikodemus kommt zu Jesus, will mit ihm über Gott reden. Und es ist eine dieser Stellen, wo Jesus was anderes macht, als ich das so erwarten würde. Er lässt ihn total auflaufen. Jesus sagt, ja, du kannst das Reich Gottes eh nur sehen, wenn du neu geboren wirst. Und genau darüber wollen wir nachdenken. Ja? Was meint er mit diesem Neugeborenwerden? Und natürlich auch, was heißt es an diesem Montag? Ja, was bedeutet das, wenn ich heute höre, okay, neugeboren werden, voll wichtig. Wir haben Lobpreis, wir haben einfach diese Zeit, die ist dafür da, dass wir in diese Woche kommen und das mit Gott tun. Lass uns beten. Großer Gott, hab Dank für die Ruhe der Nacht und für das Licht dieses Tages. Hab Dank, dass es dich gibt. Hab Dank, dass wir deine Kinder sind. Wir bitten dich, dass du uns ausrichtest, dass du uns erfüllst mit dir. Großer Gott, du bist der Morgenstern. Du bist der, den wir anbeten. Amen.
Jesus und Nikodemus. Diese Geschichte steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, ganz am Anfang, gleich der erste Vers. Silke und ich lesen aus dieser wunderbaren Basisbibel. Es heißt hier, unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Silke, wenn du dir den Nikodemus so vorstellst, also wie der da so hinkommt zu Jesus und ihm das sagt, was ist das für ein Mensch? Oh. Also in dein inneres Bild von ihm, meine ich. Ich finde ihn ja wissbegierig, mutig und trotzdem irgendwo, ja. Er kommt ja nachts heimlich, das heißt, ihm ist das auch unangenehm. Also eigentlich ist er ja ein großer Lehrer, ein Vorbild für viele und hat viel Wissen. Und trotzdem hat er gemerkt, Jesus berührt mich anders, da ist mehr, was ist das? So, und er will noch mehr wissen davon. Und ich glaube, er will sich auch selber abchecken. Er will sich? Er will Jesus abchecken oder will sich selber? Er will sich selber, seine eigene Haltung zum Leben und seine Lehre, die er... Ach so, du meinst, er will sich vergewissern? Ja. Ja, klar. Das leuchtet mir ein. Natürlich, klar, er weiß so viel über Gott und jetzt ist dieser Jesus da, macht... Ja klar, er ist beeindruckt von den Wundern. Ne? Auf jeden Fall, ja. Stimmt, er will sich selber vergewissern. So habe ich das noch nie gesehen, aber es leuchtet mir ein. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen, also er weiß unheimlich viel. Ja. Er ist ein hoher, angesehener Lehrer und er merkt jetzt halt, von Jesus kann ich was lernen. Das hat man in hohen Positionen ja eher weniger. Mhm. Und ich glaube, er ist ein Stück weit auch verunsichert. Ja. Und eigentlich möchte er das auch, glaube ich, haben, was Jesus da hat in sich. Aber ich glaube auch, er ist verunsichert in sich selbst, also in dem, was er glaubt. Ja. Er ist aber auch nicht mit... Also er will ja auch nicht so zu Jesus gehen, dass jeder das mitkriegt. Das ist glaube ich, kein Zufall, dass er nachts kommt. Ja, klar. Sondern er will ja irgendwie, dass man das nicht so genau weiß und so. Dass er das sozusagen mit Jesus besprechen kann. Ja, er macht es nicht offen. Also an sich... ich finde, auf der einen Seite ist es mutig, einen Schritt zu Jesus hinzugehen. Auf der anderen Seite auch heimlich ist schon irgendwo auch feige. So, irgendwie ist es beides. Lass uns weiter. Vielleicht ist Jesus besser, aber ich finde Jesus echt ein bisschen schroff. Also. Ja, ich lese mal weiter. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ja, so ist es, ne? Menschlich gesehen ist das so. Ja. Ja, und ich finde es ja von Jesus auch interessant, ne? Da kommt einer, total schlau, total gebildet, hat das ganze Alte Testament, wahrscheinlich kann er große Teile auswendig, will mit ihm über Gott reden, eröffnet ja auch respektvoll, Gott hat dich geschickt, du, ne? So, also es ist, und Jesus sagt ja, also wir brauchen nicht unterhalten, ne? Wenn einer nicht neu geboren wird, geht's eh nicht. Also. Ja, ich glaube, er hat noch nicht die Dimensionen auch ganz verstanden, wer Jesus sein kann oder wer Jesus für sein Leben sein kann. Für ihn ist er auch ein gelehrter Mann. Ja. Und letztendlich steht alles andere ja, was wir heutzutage schon wissen von Jesus, steht ja noch bevor. Er hat die Wunder gesehen und er spürt schon ihm ab, dass da was Besonderes ist. Ja. Ja, aber klar, er hat noch nicht die, er kennt die Auferstehung nicht, er kennt die Verkündigung über Jesus nicht, die Evangelien nicht und so. Ja, aber Jesus könnte ihm ja, und das macht mich auch ein bisschen, also Jesus könnte ihm jetzt das ja auch leichter machen. Er könnte ja auch mit ihm reden, er könnte ja auch sagen, ey, im Alten Testament hast du so und so gelesen, ich bin die Erfüllung dieser Verheißung zum Beispiel. Könnte Jesus machen, macht er aber nicht. Sondern er gibt ihm so ein knallhartes, da muss man neu geboren werden. Ja. Und ich finde, Nikodemus reagiert so, wie man das heute ja... Also ich würde so, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich will was über Gott hören, da würde ich mir ja nie sagen, du, das ist völlig egal. Wenn du nicht neu geboren bist, bringt das eh nichts. Ja, er reagiert menschlich, ne? Ja. Er reagiert vom Sachverstand aus, ne? Er möchte eigentlich das mit dem Verstehen kapieren, ne? Also... Ja.
vom Kopf her begreifen. Mhm. Er ist halt, das ist ja so typisch Lehrer, oder? Also vom Verstand her. Er will auch so ein Gespräch unter Intellektuellen führen. Genau. So, ne? So von Lehrer zu Lehrer irgendwie. Ja, aber Jesus lässt dich nicht drauf ein. Ich sollte den nächsten Vers noch dazu nehmen. Auf jeden Fall. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Und nur, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Ich finde, das ist der wichtigste Vers in der Geschichte. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes kommen. Genau. Also damit konfrontiert er Nikodemus. Und die Frage ist ja, was meint Jesus mit aus Wasser und Geist geboren werden? Ich glaube, das Wunder, von dem er hier spricht, das ist heute genau das gleiche wie damals. Und ich glaube auch, diese Herausforderung, das zu verstehen, ist genau die gleiche. Ja. Also. Genau, eigentlich. Glaube ich, muss Nikodemus sich eingestehen, und ich glaube, das ist auch das, was wir uns immer wieder eingestehen müssen. Mein Denken ist so begrenzt. Auch wenn ich schon ganz viel weiß, auch wenn ich echt ein Gelehrter bin, ich bin da doch sehr begrenzt in dem, was mich ausmacht. Ja. Und Jesus eröffnet ihm da eigentlich eine neue Dimension. Ja. Nämlich nicht die intellektuelle, sondern die Herzenssicht. Mhm. Und mit Wasser und Geist geboren werden heißt ja letztendlich für mich, das ist eine persönliche Entscheidung. Die spielt sich irgendwo tiefer ab. Ja. Ich finde, es ist eine Entscheidung, die spielt sich tiefer ab. Ich glaube, Gott muss eben was dazu tun. Du kannst, ich finde, Nikodemus erkennt ja sofort die, oder was heißt, er benennt, Nikodemus benennt ja, dass diese Aufforderung, dass es was Absurdes hat. Du kannst ja nicht zurückkehren in den Schoß deiner Mutter und wirst nochmal geboren. Aber Gott schenkt dir eine Neugeburt. Ja. Das finde ich so krass. Aus Wasser und Geist. Also aus Taufe und Heiligem Geist. Ja. Also. Ich glaube, das ist genau die Dimension, wo möglich wird, aus Gottes Perspektive auch das Leben zu empfangen und auch aus seiner Perspektive zu sehen. Ja. Und es ist ein Geschenk. Es ist etwas, was wir für unser Leben annehmen können. Ja. Gerade hattest du so eine Formulierung mit entscheiden. Etwas, wozu ich mich persönlich entscheide. Ja. Deswegen, ich finde, es ist so beides, ne? Also wir sagen ja auch im Gottesdienst, ja, jetzt hast du alles gehört, möchtest du als Christ oder als Christin leben, dann bekenn das im Gebet oder was weiß ich, gibt bei Gemeinden, da sollst du den Arm heben oder wir machen das ja manchmal vor der Pandemie, jetzt vom Abendmahl, dass man ganz bewusst einleitet und sagt, wenn du da hingehst an den Tisch des Herrn, dann sagst du, Jesus, ich will das, ich will dein Kind sein. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist Menschen halt auch so ihnen das schenkt, dass sie diesen Wunsch haben. Das ist so ein ganzheitliches Geschehen. Und irgendwie willige ich da ein. Es wird ja keiner gezwungen. Wird ja keiner neu geboren gegen seinen Willen. Und trotzdem kann man es nicht machen. Ich denke, das Angebot ist da für jeden. Also, für dich heute, jeden Tag, aufs Neue. Und letztendlich kann ich auch jeden Tag immer wieder das annehmen. Also dahinter steckt ja eigentlich, sag ich mal, die ganze Geschichte von Jesus, wie sie auch weitergeht. Eben, dass er für mich gestorben ist, dass er mir die Sünden vergibt. Mhm. Und dass er mich aus dieser Gottesdistanz rausholt und wieder in seine Nähe bringt. Und wenn ich so meinen Alltag lebe, dann bin ich wirklich in einer anderen Dimension unterwegs. Dann habe ich eine Ewigkeitsperspektive und habe den Blick nicht auf mein alltägliches Einerlei, die Kleinigkeiten, die manchmal meinen Alltag beherrschen, sondern ich kann wirklich eine andere Perspektive einnehmen und mit Gottes Augen ein Stück weit mein Leben gestalten. Ja. Ja, und ich denke, das ist eigentlich genau das, was der Geist in mir bewirken kann. Ja. Ne? Ja, und auch ein gutes Wort hier ist für Montagmorgen, finde ich. Also wenn ich mir das neu vergegenwärtige, es ist mir geschenkt. Genau, und ich will mit dieser Perspektive leben. Ja. Finde ich total wichtig. Ich denke, das Wasser
Ja. Die Taufe ist damit ja gemeint, ist letztendlich so ein Punkt, der diese Entscheidung auch nochmal fix macht, ne? Wo ja. ich halt selber sage, ja. Ja, das will ich, so wie bei einer Ehe. Ne? Da ja. gehe ich dann halt zum Standesamt oder lass mich kirchlich trauen, mhm. Weil ich halt für mich ganz klar entschieden habe, das ist mein Lebenskonzept. Ne? Mhm. Also irgendwo ist es eine Sache, die ich schon ganz klar für mich entscheide, so wie Nikodemus auch eigentlich erstmal der Kopfmensch war, aber es rutscht dann tiefer, es rutscht dann halt ins Herz. Ja. Und dann gibt es meinem Leben eine Perspektive und eine Ausrichtung und eine Erneuerung. Ja, und du kannst dahin immer wieder zurückkehren. Ja. Martin Luther hat sich ja auch immer daran erinnert, ich bin getauft. Hat er sich in seinen Schreibtisch reingeritzt, sagt man so. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber man erzählt es. Und ich finde es ganz schön, das ist eine Erinnerung, ich bin getauft. Ich bin neu geboren aus Wasser und Geist. Gott hat mir das geschenkt. Ich habe das entschieden und auch wenn ich es jetzt gerade vielleicht unbedingt nicht fühle, ich bin es trotzdem. Und es ist auch mehr als mein, ich gehe diesen Weg. Es ist eben etwas, das Gott mir gegeben hat. Wir haben vorhin das Lied gehabt, ich will dich sehen. Und das ist genau das, was dann entsteht in mir, ne? Dass ich wirklich diesen Herzenswunsch in mir trage, Gott noch mehr in meinem Leben einzuladen, ihn in allen Details meines Lebens zu sehen, die Menschen aus seiner Perspektive zu betrachten und auch mein Alltag, mein Tun, mein Handeln, mein Denken, so, ne? Alles, was mich bestimmt. Ja, das stimmt. Und das ist gut für heute. Das ist gut für heute. Ich will als dieser neue Mensch unterwegs sein. Ich will als der leben, den Gott gemacht hat. Ja. Also, das finde ich gut. Ja, letztendlich mich immer wieder daraufhin auszurichten, aber auch immer wieder zu merken, dass ich eigentlich sonst als Mensch auch oft scheiter, so, ne? Also, das gehört dazu, natürlich. Genau. Und das auch immer wieder ihm zu bringen und unter seine Vergebung zu stellen. Aber er ist ein helles Licht. Er ist ein helles Licht. Er scheint in diese Welt, er scheint in unser Leben. Und er schenkt uns Leben mit ihm. Das ist was total Schönes. Und darum geht es auch um den nächsten Song, den Maren und Aaron aufgenommen haben. Da gehen wir nochmal rein. Bei Nacht und hier und überall kann man es sehen. Manchem ist es nah und manchem noch so fern, doch kann ihm auf der Welt nichts widerstehen. Es scheint ein helles Licht weit in die Finsternis und weiß ihm, der es sieht, den Weg zum Himmel. Morgenstern, das Licht des Himmels.
Schön, dass du mit dabei warst. Silke, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit und dass du so frei deinen Glauben mit uns geteilt hast. Ja. Für mich war das total schön, in diesen Text zu lesen und das nochmal zu hören, dass Gott uns das schenkt. Dieses neue Leben aus Wasser und aus Geist, das ist was total Gutes. Ich wünsche dir, dass du in diese Woche gehst und vielleicht liest du den Text auch nochmal weiter und betest auch nochmal drüber. Entweder in Dankbarkeit oder du bittest Gott vielleicht darum, dass er dir das neu schenkt oder dass er dir das auch das erste Mal schenkt. Dieses neue Leben mit ihm. Freitag machen wir wieder Glaube am Morgen. Am Sonntag machen wir Wohnzimmergottesdienst bei YouTube. Also herzliche Einladung. Ich bete noch für uns und für diese Woche. Herr, bitte geh mit uns in diese Woche als ein Licht. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen, dass du uns das Licht weist, den Weg weist. Gott, der Herr, der allmächtig und barmherzig ist, der sei dein Licht. Der gehe mit dir, der zeige dir den Weg. Der segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig und er gebe dir seinen Frieden. Amen.